Wir revolutionieren das Minecraft-Leben. Ich hab noch keinen Trank, ich brauche irgendwie keinen. Aha. Sense habt ihr ja noch nicht mal. Doch, Putsch, ich kann ja nicht herstellen. Ich brauch's auch eigentlich nicht. Ich baue bloß. Tony hat einen. Was hab ich? Ein Brustend. Jo. Hey, Mathe, hattest du nicht. Hattet ihr etwa doch drei Brace, Blaze Rods oder was? Ja, er hatte doch auch einen. Ja, ich hatte auch einen. Achso, ja, oh, ja, okay, jeder gut, einen. Weil ich bin mit immer davon ausgegangen, wir hatten nicht so viel. Ja, wir hatten nicht so viel, ne? Oh, dann komm ich mal. Keine Ahnung, so rülpsen während der Aufnahme ist einfach geil. Ja, das ist echt cool. Alles andere ist langweilig. Voll Durst, ey. Und trink was. Durst. Ich hab nichts hier. Dann hol dir was. Ja, hol dir was. Gleich. Mach das. Muss ich aber die auch noch verlassen. Ja, eben, das ist auch gut so. Stehst du gerade? Hast du mich gerade versucht zu dissen, oder was? Nee, nee, ich frag mich, wo du stehst. Ich such dich jetzt gerade. Du bist so doof, ne? Dreh dich mal um. Dreh dich mal um. Lol. Alter, du bist so blöd, ne? Wieso blöd? Du läufst an mir vorbei, ich such dich jetzt. Ja, das ist Schweizer, wie man ihn kennt. Oh, keine Ahnung, es könnte sein, dass ich es gesehen habe. Man hätte sehen können im Augenblick. Alter, wenn man hier lang geht, dann sieht einfach so ein riesiges Kolosseum, wenn man da durch den Wald rausgeht. Kann mir mal einer erklären, wenn ich Kuchen backe und da Eimer Milch mit verwende, warum dann die Eimer mit wegfliegen? Keine Ahnung, das ist echt merkwürdig. Das ist vielleicht für die Leute, die Eisenmangel haben oder so. Komm mit in den Kuchen rein, so, wo bist du hier? Obwohl, wartet ja, mal, nee, ja, nee. Die verschwinden gesteckt wieder im Inventar. Ja, ich weiß nicht, wo deine Truhen sind. Ja, gleich in der Höhle drinne. Da ist, ist okay. Beschriftet mit Glas irgendwo. Kannst du den Sand mitnehmen? Ist egal. Wo soll ich dir die Dings hin tun, die Warzen? In die kleine Truhe gleich am Eingang rechts. Wichtig. Okay. Übrigens, eine gebratene Kartoffel gibt drei wieder. Drei hat, Ich hab genug Kartoffeln. Na, ich auch. Wir müssen mal das Getreide abholzen, aber momentan keinen Bock drauf, weil ich hier baue. Lord, was ist denn das für ein Baum? Jo, hast du jetzt schon wieder vor meiner Tür gepflanzt, du Bastard? Fuck. Nee, diesmal nicht. Schon wieder Nacht, ey, das kann doch gar nicht sein. Wie ist der dämliche Zombie hier? Alter, was ein Leck. Boah. Wer hat meine Tür zerlegt? Verdammte Axt. Vermutlich ein Zombie oder so. Das kotzt mich an. Verdammte Axt. Wer zerschlägt denn hier meine Tür? Wieso? Aber Vorsicht. It's cool, man. Richtig. Aber Vorsicht, cool. Das stimmt. Ey, nicht. Hat einer bei euch schon mal bei Alternaten, also eine Reklamation hier machen müssen? Also eine neue Grafikkarte oder so bekommen? Nö. Nein, ich bestelle nicht bei Alternate. Weil, jetzt weißt du, wieso er es nicht macht. auf jeden Fall. Die haben geschrieben, dass sie mir eine neue Grafikkarte gesendet hätten, aber die hat halt, ist halt in der alten Verpackung drin. Ne? Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die neue Software, also neue Grafikkarte in die alte Verpackung steckt. Verpackung ist teuer. Das macht man ja, trotzdem, ne? Genau, stimmt. Ist teuer, das sieht man. Das sieht man an der ganzen Verpackungsindustrie. Es gibt ja so einen Müllberg auf dem Meer, der schon seit weiß nicht wie vielen Jahren rumtreibt. Oder wie lange rumtreibt.
alles Kunststoff. Ah, was ich alles eh nicht Plastik und von alleine. So. Nee, alles Plastik. Scheiß. Ja, doch. Alles. Also wenn ich meine Wohnung habe, dann werde ich mir auch ein Verlies im Hinterzimmer einrichten, wo ich Pilze wachsen lasse. Aha, so nennt man das heute. Ja. Gut. Den Verlies werden auch gern Schweißer platziert. Aber ich würde nicht gerne Frauen nageln, die Pilze haben. Ist das eklig, oder? Pilze in der Hand oder Pilze am Fuß? So dazwischen. Schön, ne? In den Händen. Ja, an den Hand. Ja. Flächen. Ich hab Organe. Was? Klappe. Also Fresse. Aufs yeah. Maul, Junge. Selber Fresse. Fresse oder stirb, Alter. Hör auf, so blöde zu gucken. Guck doch selber nicht so blöd, Junge. Verkackter Mungo. Verkackter Mungo, Junge. Wie macht man jetzt eigentlich Tische in dem Game, ey? Das ist jetzt echt... Das ist ganz einfach. Das musst du dir selber ausdenken. Eine Grundplatte drauf, Dutch. Richtig. Okay. Total easy, ey. Mann, das ist easy, Idiot. Kannst du übrigens verschiedene Tische machen? Mit Steinplatten oder sowas? Wer hat mich eigentlich gerade Idiot genannt? Oder das Rammer? Ja. Alter. Könnte potenziell jeder gewesen sein. Von dem Idioten soll ich dir mal sagen lassen, Alter. Alter. Das gibt's doch nicht, ehrlich. Das ist echt frustrierend. Wurzeln halt auch. Frustrierend, dass Leute so wie du schon mal zu sagen haben, ey. In Deutschland oder jetzt bei dir in der Schweiz. Ich hab gar nichts zu sagen. Was? Ich bin auch froh, dass ich nichts zu sagen habe. Ihr könnt, gehst nicht, habt ihr nicht so Wahlrecht. Weil es ist diktatorisch, hast du das vergessen? Ja, keine Ahnung, in der Schweiz ist Politiker, ich glaube, ich gleich wie in Deutschland, ist immer das Arschloch. Auf das hätte ich keinen Bock. Politiker sind doch Arschlöcher. Würde ich nicht sagen, du kennst, glaube ich, keinen richtigen Politiker persönlich, oder? Du. Eben. Auch von dem, was sie machen. Vorurteile. Was ist Politik überhaupt? Kann man das essen? Ist da das, was du in der Schule immer geschwänzt hast? Ach so. Also Politiker manchmal, da denkst du dir echt, das sind doch eigentlich gebildete Leute und dann handeln die irgendeine Scheiße aus über Finanzen und so und bla bla bla. Genau, EU. Wir schieben Griechenland immer mehr zu. Ja, ja, obwohl die dort hier Hakenkreuzflaggen und wohl, ja, das ist Angela ja, Merkel das ist mit Hitlerbärtchen zeigen und solchen Scheiß. Weißt du, ich würde, wenn ich dort was zu sagen hätte, hier würde ich sofort die Kavallerie dort runter schicken und erstmal alles blattwalzen. Ja, aber das ist ja auch keine Lösung. Ja, das ist ja nicht ohne Grund, so warum egal. Sind die Hakenkreuzflaggen dann schwenken, wenn wir sowas machen würden. Das wäre mir so egal. Ja, einfach aufhören zu zahlen. Wenn sie es ja, nicht wollen. Ich würde es auch geil finden, wenn wir aufhören würden, für die zu zahlen. Ich würde lachen. Ich würde einfach sagen, hier. Wenn ihr euch verbessert. Lernt mal mit eurem Geld umzugehen. Wenn sich das Volk bei euch verbessert, dann kriegt ihr gerne wieder Geld. Aber solange ihr solche Vorurteile habt, gibt ihr einfach nichts. Ja, die können sowieso nicht mit Geld umgehen, was das überhaupt bringt, ja, denen was die wissen zu schicken. Doch gar nicht, die können doch eh nicht. Die wissen nicht mal, wie viele Beamte die haben. Ja. Das ist so ja, sinnlos. Gar nichts. Ja, aber allein schon in der Geschichte der EU, wenn man sich überlegt, wie Deutschland ausgesaugt wurde von Portugal, von Griechenland jetzt und von Irland, oder?
Von Italien auch noch? Italien auch, keine Ahnung. Aber...